Hallo und herzlich willkommen zur Waldgeschichte. Diesmal legen wir richtig los, gehen bis in die Jungsteinzeit und müssen dafür die Altsteinzeit und Mittelsteinzeit mal noch ein bisschen anreißen. Das wird ein längerer Teil. Andere Teile dieser Reihe werden dann etwas kürzer sein, weil in dieser Zeit ist jetzt viel passiert und die ganzen Weichen für die spätere Entwicklung, also viele dieser Weichen zumindest, werden jetzt gestellt. Daher müssen wir das ein bisschen ausführlicher durchkauen, weil es halt eben entsprechend relativ bedeutsam ist, so meine zumindest ich. Und vieles, was man denkt, was erst später im Mittelalter entstanden ist, entstand eben jetzt schon. Daher das Kapitel eben relativ ausführlich. Später habe ich noch ein bisschen Kartenmaterial für euch, damit ihr auch mal was anderes als mein Gesicht zu sehen bekommt. Aber legen wir los. In der Altsteinzeit war Homo sapiens ja noch Jäger und Sammler, und zwar komplett Jäger und Sammler. Das heißt, man hatte überhaupt keine Tiere, die man sich gehalten hat, man hatte schon gar keine Felder, die man unterhalten hat, und man zog die ganze Zeit durchs Land. Also vom Höhlenmensch, wie man sich das vorstellt, wenn man jetzt spontan an die Steinzeit denkt, woran auch Hollywood nicht ganz unschuldig ist, das war definitiv nicht so. Sicher werden diese Nomaden auch mal zeitweilig unter irgendwelchen Felsüberhängen oder sogar Höhlen, sofern sie welche gefunden haben, gelebt haben. Aber das wird nur die Ausnahme gewesen sein, denn sowas ist gar nicht so häufig. Stattdessen geht man davon aus, dass die irgendwelche primitiven Zeltkonstruktionen hatten, wahrscheinlich irgendwelche Häute als Zeltwand verwendet, Leder, sofern man es kannte, und entsprechende Holzkonstruktionen. Möglich wären auch Knochen gewesen. Man soll wohl irgendwo auch Mammutknochen verwendet haben. Aber das braucht uns jetzt gar nicht so sehr interessieren, weil hier geht es ja um den Wald. Der Wald zu dieser Zeit war jedenfalls, sofern er überhaupt schon vorhanden war, vom Menschen wirklich noch sehr unbeeinflusst, weil der wollte ja nicht in den Wald, sondern draußen eben auf der Steppe diese großen Herdentiere jagen. Und auch besagte Steppe enthielt damals wahrscheinlich auch schon viele Zwergsträucher, die eben gerne mal Beeren tragen. Also so eine frühe Heidelbeere oder sowas in der Richtung wird es da wahrscheinlich auch schon gegeben haben. Nachweisen können wir es nicht, aber sicherlich wird Beeren sammeln im großen Maßstab sehr wohl möglich gewesen sein. Gut, jetzt sage ich gerade, es war eine offene Landschaft, eine Steppenlandschaft. Das lag daran, und jetzt müssen wir ein kleines bisschen in die Vegetationsentwicklung reinschauen, dass wir ja bis vor 12.000 Jahren etwa noch ordentlich Eiszeit hatten und demzufolge einen dicken Eispanzer über den Alpen und über Skandinavien hatten, der von Norden kommend bis Berlin gereicht hat und von Süden kommend etwa bis München. Dazu werfen wir jetzt mal einen kleinen Blick auf die Karte. Was ihr hier seht, ist übrigens eine Karte von Deutschland, in Anführungszeichen, aus dem Jahr 1880, glaube ich. Ist also von den manchen Dingen nicht mehr so ganz aktuell, hat aber den großen Vorteil, dass da kein Copyright mehr drauf ist, weil der Verfasser schon ein paar Jährchen tot ist. Und dementsprechend brauche ich mir keine Sorgen machen, dass mich irgendwer verklagt, dass ich hier Kartenmaterial verwende. Wie dem auch sei, hier oben haben wir, wer es nicht erkennt, das ist Schleswig-Holstein, also das heutige Schleswig-Holstein. Das hieß damals, ich sehe hier nur Schleswig. Jedenfalls gab es eine Kieler Bucht und Kiel gab es auch schon. Wie auch immer, jedenfalls so richtig Bundesländer hatten wir damals ja noch nicht, weil wir hatten ja noch keine Bundesrepublik, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Der Eispanzer reichte etwa bis Berlin. Suchen wir mal Berlin. Da ist Berlin. Ja. Und ungefähr bis da konnte auch der Eispanzer gereicht haben. Also zumindest im Winter kann man davon ausgehen, dass bis hier alles zugeeist war auf einem Level, wie es heute ja nur eben in Hochgebirgen noch zu finden ist. Für die Situation in Süddeutschland, beziehungsweise sagen wir eher in Südmitteleuropa, muss ich leider auf die Handkamera zurückgreifen, weil ich habe nichts, wo ich mein Stativ gerade draufstellen kann. Hier haben wir natürlich die Alpen. Also wer die Alpen jetzt nicht erkannt hat, ist nicht mehr zu helfen. wie dem auch sei, die Alpen waren zwar auch sehr, sehr stark vereist und der Alpen-Eispanzer reichte bis etwa München. Jetzt müssen wir München finden. Die Städte sind hier immer nur sehr klein geschrieben. Donau, Lech, nee, da ist Augsburg, da ist Landshut, da ist sogar mal Freising, da haben wir München, hier.
Und der Eispanzer reichte eben auch ungefähr immer bis München. Hinter München war Schluss. Freising war, also das liegt ein ganz kleines bisschen nördlich von München und ist deshalb wichtig, weil ich da studiert habe, für diejenigen, die es nicht wissen. Das ist schon der Übergang in die dauerhaft eisfreie Zone. Also der Eispanzer der Alpen war erheblich kleiner und reichte auch weniger ins deutsche Land, wenn man so möchte. Deutsche Land ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff, weil Deutschland war es ja klassisch gesehen noch nicht, hinein. Dazwischen allerdings, eben zwischen Berlin, zwischen Berlin und München hatten wir also eine relativ meiste Zeit des Jahres zwar eisfreie Zone, aber nichtsdestotrotz war es da immer noch saumäßig kalt und darauf gehen wir jetzt wieder ein. Nämlich nach dem, also während der Eiszeit könnt ihr euch das so vorstellen, dass eben je weiter man in die Mitte von Deutschland gekommen ist, desto wärmer wurde es, desto weiter weg war man vom nördlichen und südlichen Eispanzer. Und eben in diesem mittleren Streifen hat es auch während der Eiszeit ja so ein paar niedrige Bäume wahrscheinlich gegeben. Mehr so eine Struktur, wie man sie aus den Alpen, so Latschenbüsche. Sowas wird wohl vorherrschend gewesen sein, ein bisschen Wald, ja, so ein ganz niedriger, den man sich auch ganz gut in Sibirien zum Beispiel angucken kann oder im skandinavischen Hochland. Diese auslaufenden Waldstrukturen an der Grenze des Waldes sozusagen, wo gerade noch Waldwachstum möglich ist, so rum. Das wird so ein Wald gewesen sein, wie er eben damals anzufinden war. Und der Rest der Landschaft, was also eben keine Waldstrukturen aufweisen konnte, war alles eine Tundra, also eine Kältesteppe, wenn man so möchte. Prima Bedingungen für große, große, große Säugetiere, da die nämlich erstens die Eigenschaft haben, sich selbst super warm halten zu können, weil sie eben gut isoliert sind, ein dickes Fell haben und in so einer Landschaft prima überleben können. Und zweitens, das war ein reines Grasland, also wunderbare Fressbedingungen für meinen Kumpel hier hinten zum Beispiel. Also sowas ist da definitiv rumgesprungen, das ist ein Wiesent, glaube ich zumindest, ja doch. Und ja, unter anderem so welche waren da unterwegs. Natürlich auch das Mammut und das Wollnashorn und all diese Viecher haben gemeinsam, dass es Herdentiere sind. Und wenn man es schafft, als Jagdgruppe von speerschwingenden Steinzeitmenschen ein Viech zu separieren von der Herde und tatsächlich zu erlegen, dann hat man erstmal ein paar Tage was zu essen. Ist so. Gleichzeitig in dieser Steppenlandschaft, wer mal in dieser Tundra gewesen ist, weiß, dass es da auch jede Menge im kurzen Sommer, jede Menge Beeren zu finden gibt. Und ich denke, spätestens in den Sommermonaten werden die sich da gütlich getan haben an allen möglichen, was da an Beeren zu haben war. Und man geht auch sehr stark davon aus, dass was an Käfern und Insekten da gewesen ist, was nicht so viel gewesen wird, sein wird in dieser kalten Zeit, wird man auch gegessen haben. Soweit dazu. Eben kein überhaupt gar nicht sesshaftes Leben. Die Leute sind nur durch die Gegend gezogen. Das waren reine Nomaden, die Altsteinzeitler. Mit dem Rückgang des Eises begann dann also nun die Waldentwicklung von Mitteleuropa, von der Mitte ausgehend sozusagen, dieser kleine Restwald, wo am wenigsten Eis war, sich immer weiter auszubreiten. Jetzt muss man sich das aber nicht so vorstellen, dass von der deutschen Mitte, wenn man so möchte, ausgehend der Wald sich nach Nord und Süd ausgebreitet hat, sondern, das war auch so, aber gleichzeitig wanderte auch entlang der Alpen, ganz kurzer Blick auf die Karte, es wanderte gleichzeitig entlang der Alpen sozusagen von hier der Wald wieder ein, gleichzeitig auch aus der Richtung kommend und siedelte sich erst in Süddeutschland an, gleichzeitig vom Norden her entlang der Ostsee quasi kam auch wieder Wald langsam angekrochen nach Nordeuropa. Also die Wiederbewaldung setzte erstens von der Mitte ausgehend sich ausbreitend aus und zweitens von hier. Das sind so die Hauptzuwanderwege und ein bisschen was kam auch von da. Nur dass ihr wisst, und das hat sich so im Laufe der Zeit mit verschiedenen Baumarten abgespielt und irgendwann war alles da, was wir heute kennen. Natürlich ist das jetzt nur ganz, ganz grob formuliert, weil hier soll es ja um den Mensch und den Wald gehen und der Mensch hat damals noch keine so große Rolle gespielt, beziehungsweise die natürliche Vegetationsentwicklung
da kann ich 3 Stunden was zu erzählen und das lassen wir jetzt demzufolge sein. Aber der erste Wald, der sich gebildet hat, das war so ein Kiefernwald im weitesten Sinne. Mit ein bisschen Birke wird drin gewesen sein. Das können wir alles aus Pollenanalyse nachweisen. Heißt, die Baumpollen, also die Samen, die da so unterwegs waren, der männliche Samen, der sich ja mit der weiblichen Eizelle, also dem, was eigentlich als Samen bezeichnet wird bei der Pflanze, verbinden muss, damit da überhaupt irgendwie eine junge Pflanze draus entstehen kann. Das ist ja wie bei jeder anderen sexuellen Fortpflanzung auch so im Tier- und Pflanzenreich. Jedenfalls dieser Pollen, der hat sich dann natürlich gelegentlich auch mal in Schlamm abgelagert. Und über diesen Schlamm hat es dann viel geregnet und dieser Schlamm war dann plötzlich der Grund eines Sees zum Beispiel. Und konnte dann unter Wasser nicht abgebaut werden und hat sich tatsächlich die letzten 12.000 Jahre gehalten. Überhaupt kein Problem, es gibt auch Pollen, die sind noch älter. Manche Bäume können das gut, ihren Pollen quasi über längere Zeitraume konservieren, manche Bäume können das nicht so, weshalb unsere Pollenanalyse-Daten nicht 100% sicher die damalige Vegetationszusammensetzung wiedergeben können. Aber auf jeden Fall wird es definitiv viel Kiefer gegeben haben in der Anfangszeit. Danach kam dann relativ bald aber auch das Laubholz auf mit den 2 dominanten Arten. Eiche plus Mischbaumarten und Hasel. Man spricht sogar von einer Haselzeit, in der die Haselgebüsche, Haselwälder, also Strauchhasel, wirklich so dominant gewesen sein müssen, dass die quasi fast überall gestanden sind. Jetzt wissen wir natürlich schon, dass Hasel essbar ist und das war einer der Umstände, vielleicht einer der Umstände, so gut wir wissen, um in die Mittelsteinzeit überzugehen, was dazu geführt hat, dass unsere bisherigen nur durch die Gegend ziehenden Nomaden jetzt feste Routen hatten, wo sie quasi mehrere Lagerplätze, wo sie jeweils längere Zeit geblieben sind, abgeklappert haben. Also sie waren noch nomadisch, aber hatten eben halt schon feste Plätze, wo sie vermutlich auch eben wieder hin zurückgekehrt sind und haben erste dauerhafte Strukturen angelegt in Form von Einrichtungen zum Fischfang. Denn das hat man damals auch erfunden. Es gab erste Boote, es gab erste Fischreusen, Netze und ja, Strukturen, mit denen man Fische in größerer Menge fangen konnte, als das nur mit dem Fischspeer der Fall war. Das hat man damals erfunden gehabt und entsprechend hat der Fischfang definitiv einen höheren Stellenwert an der Ernährung eingenommen. Gleichzeitig, wie gesagt, wieder Bewaldung. Überall plötzlich Wald. Nicht überall, aber schon in vielen Regionen mittlerweile Wald. Das hat natürlich dazu geführt, dass hier unsere Pflanzenfresser nicht mehr so viel Grünzeug am Boden gefunden haben, weil da überall Wald drüber war und die sind dann abgewandert in kontinentalere Bereiche, also Polen, Russland in die Richtung. In Sibirien hat man ja aber die letzten Mammuts quasi, haben ja lange Zeit noch in Sibirien überdauert, als der Rest von ja, Eurasien zu warm geworden ist. Und alles ist quasi, was so groß war, ist mehr oder weniger abgewandert in Richtung Osten, beziehungsweise Skandinavien und dann über Finnland nach Richtung Osten. Die sind also knapp geworden, diese hier. Stattdessen kamen Waldtiere auf, darunter war dann auch der Elch. Die waren schwieriger zu jagen, weil die gab es nur einzeln, die haben sich verstecken können im Wald. Und die sind dann immer noch schneller gewesen als so ein Jagdtrupp. Das heißt also, ein einzelnes Tier von der Herde abzuspalten war nicht möglich, weil es gar keine Herden mehr gab. Und wenn man mal ein Reh gefangen hat, ja gut, das ist relativ schnell verzehrt von so einem hungrigen Stamm. Demzufolge, Versorgung mit Fleisch wurde schwieriger. Hat nicht aufgehört, aber wurde schwieriger. Man geht also davon aus, dass das so der Grund war dafür, dass man quasi die Not hatte, den Fischfang zu entwickeln. Und jetzt kommt die Waldentwicklung, die vom Menschen beeinflusst wird, nämlich zum ersten Mal richtig ins Spiel. Man hat natürlich auch unbewusst oder bewusst, dadurch, dass man viel Haselnuss gegessen hat, weil die halt eben auch entsprechend verfügbar war, aus Versehen durch die Vorratslager, die man an Haselnuss angelegt hat, auch zusätzlich Hasel gepflanzt. Und hat die Hasel quasi mit den nomadisch lebenden Menschen, die durch die Gegend gezogen sind, mit ausgebreitet. Das kann also durchaus sein, dass das zu der Verbreitung der Hasel nochmal entsprechend beigetragen haben wird, dass die Leute eben sich Vorräte an Haselnüssen mitgeschleppt haben. Kann sogar sein, dass das Absicht war, dass sie um ihre Lagerplätze herum zusätzlich Haseln ausgestreut haben, damit die keimen. Das wissen wir nicht und werden wir nie erfahren. Jedenfalls, es gab auf jeden Fall eine große Ausbreitungswelle der Hasel.
So, und an diesem Punkt, beziehungsweise in Mitteleuropa sind wir jetzt so bei etwa 8000 vor Christus, zu dem Zeitpunkt hat sich im fruchtbaren Halbmond, also dem nördlichen Teil des heutigen Syriens, sozusagen dem Bereich unter den türkischen Gebirge, wer es nicht weiß, die komplette Türkei ist quasi ein Gebirge, wissen viele Leute nicht, bis auf die paar Urlaubsregionen, die sind es nicht und das sind alles die Urlaubsregionen, der Rest der Türkei ist sehr, sehr, sehr bergig. Unterhalb dieses Türkeigebirges im nördlichen Syrien hat sich sozusagen ein Halbmond gebildet von einer sehr fruchtbaren Landschaft, die klimatisch enorm wüchsig gewesen ist und da gab es per Zufall sozusagen bereits Getreide, wenn man so will. Dass man dann da entdeckt hat, dass dieses Getreide wohl irgendwie sich tatsächlich anbauen lässt, wie es genau gekommen ist, dass es die sogenannte Neolithische Revolution gegeben hat. Der Begriff ist auch umstritten. Neolithisch kommt aus dem Griechischen und meint so viel wie Neusteinzeitliches, also Neusteinzeit halt eben, Jungsteinzeit. Und eben diese Revolution sozusagen, die Erfindung der Landwirtschaft und der Viehhaltung hat sich wahrscheinlich eben da eben abgespielt, in diesem fruchtbaren Halbmond. Und von da sind die Leute dann auch entsprechend abgewandert und haben ihr Wissen zur Kultivierung von Pflanzen mitgebracht. Interessanterweise haben sie auch die Pflanzen gleich auch noch mitgebracht, denn sowohl unser Weizen als auch unser Roggen stammt ursprünglich aus der Region und wurde bei uns quasi schon von immer her durch den Menschen eingeführt und ist nichts, was hier ursprünglich mal heimisch gewesen ist. Unsere einheimischen Gräser hätte man sicherlich auch in irgendeiner Form kultivieren können, hat man aber nur wenig getan bzw. wirklich durchgesetzt haben sich ja letztendlich, das wissen wir alle, der Roggen und der Weizen, besonders letzterer. Der Mais kommt aus Amerika, aber das soll jetzt alles nicht unbedingt hierher gehören. Wie jetzt genau die Landwirtschaft nach Mitteleuropa gekommen ist, weiß man nicht. Man geht allerdings davon aus, dass es, also da gibt es die Nottheorie, dass einfach durch den Abzug der weiteren Abzug der großen Tiere und der weiteren Bewaldung von Deutschlands, diesmal mit einem Eichenmischwald. Also die Haselzeit war da schon so langsam am Ausgehen. Also es gab immer noch wahrscheinlich genug Hasel, dass man sich davon ordentlich ernähren konnte. Aber ein richtiger geschlossener Wald, ja, noch nicht ganz so dicht wie unser heutiger Buchenwald, den wir natürlicherweise hätten, hat es sich damals schon quasi über Gesamtdeutschland fast ausgebreitet. In den Gebirgen begann auch schon das Nadelholz Einzug zu halten, beziehungsweise das war so der Rückzugsraum des Nadelholzes, weil sie in der Ebene vom ja dort konkurrenzkräftigeren Laubholz verdrängt wurden, unsere Nadelbäume. Die Fichte hat auch gerade in diesem Moment angefangen, die Hochlagen der Gebirge zu besiedeln, aber auch wirklich nur die Hochlagen der Gebirge, ist so entlang der Alpen quasi eingewandert und von da ist es ihr dann in strengen Wintern, könnte man meinen, gelungen, über eine Kältebrücke bis auf die Gebirge hochzukommen, zum Beispiel in den Schwarzwald rein und von da auch noch weiter nach Norden, auch aus Richtung Polen kam auch ein weiterer Zug der Fichte, wenn man so will, aber das ist alles eine andere Geschichte. Wir hatten also überwiegend einen Laubwald und in dem haben eben so ein Kollege wie der da hinten hier nicht mehr so viel zu fressen gefunden. Dass ich da immer das Wiesen als Beispiel nehme, ist jetzt mehr so universelles als großes Tier gedacht. Eigentlich ist das Wiesen nämlich sogar ein Waldtier und hat in so einer Landschaft sehr wohl noch lange, lange, lange Zeit was zu fressen gefunden, aber das muss ja jetzt nicht so hundertprozentig korrekt sein. Wie dem auch sei, die Leute hatten zu wenig Wild. Beziehungsweise die Jagd wurde anstrengender, weil überall der olle Wald gewesen ist. Gleichzeitig gab es auch nicht mehr so schöne Beeren überall am Boden zu finden. Man vermutet also, dass aus der Not heraus manche Leute abgewandert sind und dann quasi wiedergekommen sind, weil sie eben im östlichen Bereich dann plötzlich irgendwie so ein bisschen ums Mittelmeer drumherum und dann in Kontakt gekommen sind mit den damals schon als Bauern lebenden Bauern. Und so etwa 6000 vor Christus hat, glaube ich, die Landwirtschaft bei uns so ein bisschen angefangen, also diese neolithische Revolution. An vielen verschiedenen Punkten wurde übrigens die Landwirtschaft unabhängig voneinander entwickelt, ohne damit überhaupt was zu tun gehabt zu haben mit dem ersten Punkt, an dem die Landwirtschaft entstanden ist. Bei uns war es halt eben so, dass es wahrscheinlich eingewandert ist und wir sie nicht explizit auch nochmal selber erfunden haben.
Okay, jetzt sind wir also plötzlich in der Jungsteinzeit. Was haben wir da gemacht, damit wir jetzt Landwirtschaft betreiben konnten? Es war den Leuten schon relativ klar, dass sie dafür einen Boden brauchen, den sie natürlich bearbeiten können. Soweit gehört das zur Landwirtschaft natürlich dazu. Und da man damals nur primitive Werkzeuge hatte, es gab auch schon eine Art Pflug. Ich habe zwar behauptet, dass der Pflug eine Erfindung des Mittelalters ist. Das stimmt auch. Beim Pflug, wie wir uns heute vorstellen, was es aber schon gab, es wird so eine Art Grabstock gewesen sein, mit der man halt den Boden aufgekratzt hat. Von der technischen Verwendung her im Prinzip ein Pflug, aber viel, viel, viel primitiver als das, was im Mittelalter vorhanden war. Jedenfalls sowas muss man gebraucht haben, um halt eben sehr lockere Böden zu pflügen natürlich. Und das ging nur auf Löss. Das heißt, der jungsteinzeitliche Bauer wird in Regionen gelebt haben, in denen eben dieser Lössboden, der sehr leicht zu bearbeiten, plus gleichzeitig enorm fruchtbar ist, vorherrschend gewesen ist. Das ist in vielen Regionen Süddeutschlands der Fall, ganz massiv am Kaiserstuhl in der Oberrheinebene, gar nicht so weit weg von mir, auch an der Schwäbischen Alb, Randbereiche davon in Bayern, im tertiären Hügelland, gibt es auch viele, viele Lössbereiche, und das waren so die boomenden Siedlungsregionen in der Jungsteinzeit. In Norddeutschland noch gar nicht so sehr, zumal man sagen muss, damals war auch immer ein gewisses Kältegefälle. Im Norden war es noch ein bisschen kühler als im Süden. Die Gebirge, an denen sich Löss festhalten kann, weil Löss ist ein äolisches Sediment, also ein Sand, der durch die Gegend geweht wird und dann halt irgendwo hängen bleibt an einer natürlichen Geländegrenze. Und die waren im Norden weniger vorhanden, deshalb haben sich da weniger große Lösspakete ansammeln können. Die erste Besiedlung war also überwiegend, es gab im Norden auch Siedlungen, aber überwiegend so von Süddeutschland ausgehen die ersten Bauern. Gut, jetzt war aber das Problem, dass auf diesen Lössstandorten natürlich erstmal Wald drauf stand, und da haben wir dann die ersten Rodungen der Geschichte, denn der Wald musste erstmal weg. Das wird mit den Steinäxten relativ viel Arbeit gewesen sein, da vor allen Dingen Eichen und Ähnliches zu fällen. Was man auch garantiert nicht gemacht hat, ist, wie man es heutzutage machen würde, wenn man neue Felder anlegt, was ja in Deutschland nicht gemacht wird, weil der Wald Wald bleibt und der Acker Acker bleibt. Aber wenn man neue Felder anlegen würde, würde man Wurzelstöcke rausreißen aus dem Boden, damit die nicht im Weg sind. Das hat man damals garantiert auch nicht gemacht. Gefällt ja, Wurzelstöcke rausgerissen, womit denn? Gleichzeitig die Viehhaltung kam übrigens noch mal ein bisschen später. Also gerade in Mitteleuropa wurden die Leute erst Bauer, dann Hirte sozusagen. Aber was an Vieh da war, war halt auch nicht so ein riesenstarker Ochse, der da tatsächlich sowas hätte rausreißen können, oder sei es ein riesengroßer Hengst oder sowas, sondern das frühzeitliche Rind, was sie tatsächlich gehalten haben, ja, das ging im normalen, also einem heutigen Menschen vielleicht ungefähr bis zur Hüfte. Also das war so ein ganz kleines Miniaturrind sozusagen. Das gab es noch bis ins Mittelalter, diese Minikuh. Da wird nicht so viel los gewesen sein als kraftstrotzendes Superlasttier. Gut, also die Rodung ging tatsächlich dann wirklich bloß mit dem üblichen Steinwerkzeug vonstatte. Und angelegt wurden etwa 35 Hektar Kahlfläche auf eben Lössuntergrund. Das war eigentlich paradoxerweise damit sogar ein noch besseres Ackerland als in den Regionen, wo ursprünglich die Landwirtschaft erfunden wurde. Da musste man auch in der Frühzeit bereits sich Bewässerungssysteme überlegen, weil es da im Prinzip schon zu trocken gewesen wäre für größeren Getreideanbau. Die Landschaft wurde da also schon massiv beeinflusst. Bei uns vergleichsweise wenig eigentlich, außer dass man den Wald halt weghauen musste. Das mussten die da unten nicht, weil die da hatten da gar keinen. Der Wald hatte einen sehr, sehr günstigen Effekt auf die Landwirtschaft, die frühe Landwirtschaft in der Jungsteinzeit, denn man muss sich das so vorstellen, dass im Wald immer ein gemäßigteres Klima herrscht halt außerhalb vom Wald. Wer im Hochsommer mal in den Wald gelaufen ist, dem wird aufgefallen sein, oh huch, hier ist es ja ein bisschen kühler. Liegt naturwissenschaftlich gesehen daran, dass der Wald ein sogenanntes Bestandesklima besitzt, sprich die Sonne brutzelt oben aufs Blätterdach, aber halt eben nur oben aufs Blätterdach. Das meiste Licht wird dann, vieles wird von da reflektiert, vieles an Energie wird da umgesetzt durch Photosynthese. Der ganze Energiekreislauf, Verbrauch, Umwandlung findet oben in den Blättern statt, was dazu führt, dass die ganze Sonnenenergie eben gar nicht unbedingt am Waldboden ankommt und es da dann recht kühl und gemäßigt bleibt und einfach nicht alles oben da reinbrutzelt. Das heißt, wir haben also im Wald eine kühlere Temperatur als draußen im Freiland, wo die Sonne ja bis auf den Boden runterbrutzelt.
Wenn man jetzt in so einen Wald ein Loch reinhaut, dann gibt es einen kleinen Kreislauf, ein Ausgleichssystem durch Winde, weil man weiß ja, kalte Luft geht da, fließt nach unten, warme Luft steigt nach oben. Also wird auf der Freilandfläche die Luft nach oben gestiegen sein, während die kalte Luft aus dem Wald dann hinterher geflossen ist. Wir hatten also immer aus dem Wald einen kühlenden Effekt auf das sonst zu heiß gewordene Freiland. Was im Sommer dazu geführt hat, dass da eben nicht das damals noch ziemlich empfindliche Getreide gleich verbrutzelt ist, wenn es mal ein trockener, heißer Sommer gewesen ist. Was für Getreide zwar einerseits gut ist, aber zu heiß und zu trocken darf es auch nicht sein. Also der Wald hatte damals wirklich eine schützende Funktion, hat die Landwirtschaft in der Form, wie wir sie heute kennen, damals erst möglich gemacht, dadurch, dass das eben Inseln im Wald waren, die Felder. Gleichzeitig im Winter, großen Frost, hätten das Getreide auch nicht überstanden. Und da ist es im Wald wärmer, weil die Energie, die vom Erdboden ausstrahlt, die Wärme des Nachts insbesondere, natürlich auch tags im Winter dann ein wenig, durch die Baumkronen ein wenig gedämpft worden ist und im Wald geblieben ist. Es bleibt also im Wald im Winter wieder ein wenig wärmer als draußen, also ein dämpfender Effekt des Waldes auch im Winter. Die Klimata-Extreme werden ein wenig abgemildert und gleichzeitig hatten wir dann wieder einen umgekehrten Effekt, dass die kalte Luft vom Feld quasi in den Wald reingekrochen ist, dann aber so ein bisschen weg war, während aus dem Wald so ein leicht warmer Wind wahrscheinlich in Richtung Feld herausgeweht haben könnte. Also wenn die Felder klein genug waren, und das waren sie mit 35 Hektar circa, hatte man da immer einen positiven Effekt durch den Klima, ja, das Waldklima eben der umgebenden Wälder gehabt. Das war den Leuten damals nicht klar, aber das hat definitiv eine Rolle gespielt, weshalb es so gut möglich war, Felder in den Wald anzulegen. Es wäre blöd gewesen, wenn sie riesige Kahlflächen gehauen hätten, weil dann hätten sie eben diesen positiven Klimaeffekt des Waldes nicht mehr gehabt. Kann man sich jetzt streiten, ob sie es deswegen nicht getan haben oder ob sie es nur einfach deswegen nicht getan haben, weil sie es quasi gar nicht gebraucht haben. Aber interessant ist nämlich jetzt, dass in diesem Zusammenhang vielleicht der Waldeffekt doch bekannt war oder intuitiv richtig angenommen wurde, denn es wurden wirklich nie große Felder angelegt, an denen dieser Schutzeffekt verloren gegangen wäre, sondern immer nur diese kleinen Dinger. Ein Feld, 35 Hektar circa, ein Dorf, das in einem Langhaus gelebt hat, circa 100 Leute, und das war so eine jungsteinzeitliche Siedlung, die interessanterweise, nachdem sie Probleme hatte, ihr Feld vor der Wiederbewaldung zu bewahren, denn der Wald wäre ja da wieder von alleine hochgewachsen, nur weil die kurz mal ein paar Steinäxte, Männchen hauende Gestalten den Wald umgehauen haben, wächst er ja trotzdem nach. Und nur weil die da einen sehr primitiven Acker drauf mit ganz wenig Geflüge angelegt haben, wächst der Wald trotzdem nach. Die hatten also echt ihre Schwierigkeiten nach mehreren Jahrzehnten, den Wald davor zu hindern, ihr Feld wieder zuzuwuchern. Und so nachwachsendes Holz ist oft zäher und schwieriger zu bearbeiten als die ursprünglichen Bäume, die mal ursprünglich drauf gestanden haben. Man muss sich das also so vorstellen, dass das, was wieder nachgewachsen ist, also auch eine andere Form von Wald gewesen ist, als der damals wirklich noch Urwald, der da vorher gestanden ist. Also selbst als ein Feld wieder zugewachsen ist, was dann ja auch regelmäßig geschehen ist, dazu komme ich gleich, war es ein leicht veränderter Wald. Ein bisschen anders war es. Es waren noch ähnliche Baumarten. Manche Baumarten, die es eben leichter haben, so eine Freifläche zu besiedeln, wurden aber da schon gefördert, dadurch, dass da eben künstliche Freiflächen entstanden sind. Und eine ganz leichte Beeinflussung der Waldzusammensetzung, der Forstzusammensetzung, wenn man so möchte, gab es also auch damals schon. Und interessant ist, dass man eben nicht wie bei einer natürlichen Waldgrenze, wo die Bäume immer kleiner werden, immer buschiger werden und dann irgendwann erst aufhören, also so ein Gestrüppübergang, der in der Höhe quasi so verläuft, vom Wald ausgehend, das hat man ja nicht gemacht. Man hat ja mitten rein ein Loch gehauen und hatte dann quasi hier Wald, so ein Waldrand, da Feld. Diese Waldränder sehen ja heute noch so aus. Guckt euch mal einen beliebigen Waldrand an irgendeiner Straße, an irgendeinem Feld an. Da stehen keine Bäume, keine Bäume, keine Bäume, Puffbäume. So ein Waldrand ist interessanterweise eine Erfindung der Jungsteinzeit.
Also das hat man in der jungsteinzeitlichen Forstwirtschaft, wenn man das so nennen möchte, so angefangen anzulegen und so ist es heute noch. Wir haben nirgendwo in unserer Kulturlandschaft einen sanften Waldrand, wo große Bäume in kleine, mittlere Bäume, in kleine Bäume, in Sträucher, in Gestrüpp übergehen und dann erst eben das Freiland kommt, sondern immer nur diesen scharfen Waldrand, wie abgeschnitten quasi. Dass das eine Sache ist, die noch aus der Jungsteinzeit stammt, ist mir bei der Recherche auch erstmal mit einem gewissen Aha aufgefallen, war mir auch nicht klar. Ja, zur Siedlungsgeschichte. Die Leute lebten alle in einem Haus, ein sogenanntes Langhaus. Das war gut und gerne mal 30 Meter lang und bestand im Prinzip aus lauter solchen Querstreben, wie wir sie auch benutzen, wenn wir unsere Waldläuferhütten bauen. Also so eine sogenannte Debris Hut, die Giebelhütte. Nichts anderes in groß war so ein Langhaus. Man hat dafür, vermutet man, und da gibt es verschiedene Gründe, die dafür sprechen, dass das wahrscheinlich so sein wird, hat man einen einzigen Stamm genommen und den halt auf mehrere solche Dreieck-Ästchen-Konstruktionen draufgelegt. Wie die den da hochbekommen haben, solange noch kein Rad erfunden wurde, man muss dazu sagen, das Rad wurde dann auch irgendwann erfunden. Also die hatten dann später auch die Möglichkeit, sowas per Rad halt in irgendeiner Form zu transportieren. Aber wie das exakt abgelaufen ist, das kann nur spekuliert werden. Ich habe mal überlegt, ob sie nicht eventuell den Baum sogar drauf gefällt haben auf die Konstruktion. Das heißt also die Tragekonstruktion hingestellt, neben einen riesenhohen, langen, geraden Baum, den dann umgeschmissen in die Tragekonstruktion quasi rein und damit lag das Dach sozusagen da und sie mussten nur noch dachdeckerisch die Querbalken draufpacken und das Ganze noch mit irgendwelchen Gras oder Rinden oder was sie halt eben zum Dachdecken benutzt haben. Im Prinzip auch wieder ähnliche Materialien, wie wir es bei unseren kleinen Miniaturwaldläuferhütchen verwenden, mussten sie dann nur noch drauflegen. Das ist aber bloß meine Theorie. Wahrscheinlich wäre auch alles zusammengebrochen, wenn man da einfach einen Baum drauf gefällt hätte, aber wer weiß, wir wissen es nicht. Wir werden es vermutlich auch nicht erfahren.